Mein Wunsch für 2017 ist, dass nicht mehr so viele Menschen, am besten natürlich kein einziger, im Mittelmeer ertrinkt aufgrund von Flucht. Grundsätzlich erhoffe ich oder erwünsche ich mir, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, insofern, dass es auch nachhaltig innovativer Standort ist, dass der Unternehmertum gefördert wird und dass sich Arbeit wirklich lohnt, sodass auch die Mittelschicht und die Masse der Gesellschaft Vermögen aufbauen kann. Weil sonst sehe ich einfach Risiken, dass wir ein gesellschaftliches Ungleichgewicht bekommen. Ich habe wirklich Angst als Mensch, egal wo ich mich befinde, dass es noch schlimmer wird. Dass es diese Kluft zwischen Arm und Reich und dass es diese Gier, Macht, Profit über alles noch mehr verbreitet. Mein anderer Wunsch ist, dass sich die Lage für Geflüchtete innerhalb Europas auf jeden Fall verbessert und auf der gleichen Seite auch der Rechtsruck irgendwie eingedämmt wird. Meine Ängste oder meine Befürchtungen sind einfach, dass dieser Rechtsdruck und unaufhaltsam weitergeht. Nächstes Jahr wird für ganz Europa sehr wichtig. Es wird in 5 wichtigen europäischen Staaten gewählt und in allen 5 Staaten haben die rechten Parteien eine gute Chance. Although I think Trump can have devastating impacts on the global economy and so on, I think that knowing what the problem is in terms of racism and non-inclusiveness and so on is better than hiding it. Ich hoffe, dass die Leute aufwachen und diese ganze Rechtsproblematik einfach abstreifen. Die europäischen Politiker müssen, glaube ich, begreifen, auch auf die, sag ich mal, auf die Mittelschicht, auf die kleinen Menschen zu hören, auf ihre Ängste zu hören, auf diese Ängste einzugehen und die wahren Ursachen zu bekämpfen, ja, und diesen Hass. My hope is that more people will come out and will say, no, this is not right. The problem that we have with the new age of populism in Europe and in America is not that you have these people with very outlandish ideas, is that you have people who allow them to have these ideas without challenging their these very negative ideas. Meine Hoffnung, was die Flüchtlingspolitik angeht, ist, dass die gesamte Gesellschaft natürlich in Deutschland weiterhin zusammenhält und dass die Politik genügende Mittel in die Hand nimmt, um natürlich einmal die Fluchtursachen in den Entwicklungsländern irgendwo zu bekämpfen, aber auch ganz klar die Leute, die ohnehin schon bei uns Asyl suchen, die asylberechtigt sind, auch bestmöglichst und schnell integriert werden. Aber dass wir da auch vorgelagert vielleicht bessere Regularien und schnellere Entscheidungswege finden, wen wir aufnehmen, dass da auch Qualifikationen und Motivationen sozusagen abgetestet werden. Ich hoffe, dass es in Deutschland, sag ich mal, auch so erstmal dieser Flüchtlingskurs auch gewisserweise beibehalten wird und noch weiter Geld für Integration und für die Flüchtlinge ausgegeben wird und das nicht zurückgerudert wird. Also ich würde mir wünschen, eine Welt ohne Grenzen, ohne Klassen, eine Welt wie ein botanischer Garten, wo wirklich alle Kulturen, alle Menschen, alle Identitäten wie friedlich, wie Pflanzen, wie friedlich nebeneinander leben.